zählt Soleimani zum Besten, was die Liga zu bieten hat. Der Ball kommt auch gefährlich für Jordan Lefort. Das ist eine gute Chance gewesen für die Young Boys, in Führung zu gehen. Prima Ball. Kann sich jetzt ändern. Soleimani mit dem Außenriss für Nsame. Also jetzt dreht Ibe so langsam auf. Guter Ball für Gaudino. Was macht er? Er spielt einwärts, das Tor offen, der Ball drin. Und die Young Boys legen vor. Ausgezeichneter Spielzug von den Gelb-Schwarzen. Und die Führung. Zu Hause eine Macht. Auswärts haben sie geschwächelt. Zuletzt aber zu Hause, da legen sie jetzt noch einen drauf. 2-0, Nsame. Ibe macht ernst vor der Pause. Nsame daheim, zu Hause spielt und da gibt es für den Gegner selten was zu lachen. Noch einmal die Young Boys und wieder liegt der Ball im Netz. 3-0, gibt's denn das? Xamax wird demontiert innerhalb von ein paar Minuten. Gaudino. Nsame! Er will's wieder wissen. Champion Nsame mit Tor Nummer 4 für die Berner. Jeder Schuss ein Treffer. Festspiel. Aber um diese Unterstützung der 600 Fans sind die Young Boys sehr dankbar und froh. Und sie zeigen etwas. Ein Tor in der zweiten Hälfte soll es wohl noch sein. Und da kommt's auf Ansage. Vesociero. Gepfiffen und unsere Vorberichterstattung wie gewohnt eine Dreiviertelstunde zuvor. Es gibt Gelbrot gegen Leroy Abonda. Der schafft es auch jetzt bei diesem klaren Zwischenstand noch die zweite Gelbe zu sehen. Zu schlecht bedient. Jacquelia, Kopfball, Wundertor. Das 6-0 fällt nach 90 Minuten. Sechs Tore Differenz gab es noch nie diese Saison in der Meisterschaft in einem Spiel. Und Ibe dreht nochmal auf. Nächster Lattentreffer von Fasnacht.